Der Kalender war heute randvoll gefüllt. Und es war viel Schweres dabei. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich den Termin von übermorgen nicht hätte, das Abendessen mit meiner Frau oder am Sonntag dann mit meinen Kindern ins Kino gehen, dann würde ich fast nicht überleben. Denn solche Termine übermorgen oder in der nächsten Woche, die lösen bei mir Vorfreude aus. Und der Volksmund sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Vorfreude ist eine biblische Geschichte. Jesus sagt, er kommt wieder. Irgendwann, wir wissen es noch nicht. Aber das kann in uns Vorfreude auslösen. Auch jede Verheißung Gottes, ich bin mit dir, ich stärke dich, ich halte dich mit meiner rechten Hand, darf und kann in uns Vorfreude auslösen. Und Vorfreude motiviert. Vorfreude begeistert. Vorfreude gibt Kraft. Ich wünsche Ihnen, dass Sie an diesem Abend ein bisschen Vorfreude haben auf morgen. Heiliger Gott, wir legen ab, was uns belastet hat, was uns bedrängt hat, was uns beengt hat. Und wir bitten dich um Freude, um Vorfreude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir freuen uns auf dich, auch in dieser Nacht. Amen. Und nun gehen Sie als die von Gott Gesegneten in diesen Abend. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Einen guten Abend und eine gute Nacht.